Es sind nicht mehr viele Gewächse, Leute, die wir noch entdecken müssen. Hier bei Tears of the Kingdom im Untergrund. Schön, dass ihr wieder einschaltet. So, wir sind mal wieder ganz am Anfang des Gebiets. Und ja, es dürften nur noch tatsächlich 13 Wurzeln fehlen. Die könnte ich mir alle hier sehr gut vorstellen. Nur jetzt erstmal hier hin. Und ich habe mir gedacht, da das hier eigentlich sehr eben aussieht, können wir mal ausnahmsweise mit einem anderen Mobil fahren, als mit meinem komischen Flugzeug, oder? Deswegen, was haben wir denn da so Schönes? Lass mal kurz gucken. Von den ganzen Anleitungen her. Nee. Nein, das ist für Boote. Ich hab doch schon irgendwo ein Auto. Was ist das denn für ein geiles Ding? Das sieht sehr langsam aus. Was ist denn hier? Ich hab doch auch schon dieses komische... Hatte ich schon dieses geile Auto als Anleitung, was die auch mal benutzt haben? Diese Yiga-Hoshis? Achso. Jetzt ist bloß noch Verlauf. Mann, mit so einem dummen Krog. Warum ist denn der Krog noch da? Alter, wie viel ist denn hier noch gespeichert? Alter, wie viel ist denn hier noch gespeichert? Das ist richtig alter Kram hier noch. Okay, ich hab gar kein Auto. Ich habe hier schon irgendwie sowas, aber nee, das ist hier bloß so ein Kampflaserwerfer, ja, alt anderes mir zu doof, Bagger mit Fräse, nee, na gut, dann muss ich wohl doch laufen, zu Fuß, oder doch lieber fliegen, na ja, dann doch lieber fliegen, ich hab's versucht, Leute, ich dachte, ich hab schon ein bisschen mehr, schut, ja, das ist ja einfach so cool, könnte mir irgendwann auch mal ein Auto natürlich so sparen, aber, Leute, wenn's ans Entdecken geht, ist doch ein Überblick viel besser, ein Überblick auf alles. So, ist das hier irgendwie ein Hain? Ist hier einer böse? Da hinten sehe ich schon die Wurzel. Da ist wieder eine Waffe. Da ist eine andere Wurzel, die schon aktiv ist. Alles schon clean hier. Aber hier könnte ich mir im Ivarok eigentlich vorstellen. Nö, da riecht hier alles hier voller ekliger Suppe. Braucht doch kein Mensch. So, okay. Nee, nix. Gar nix. Ja, da rollt du gleich wieder ab, ne? Könnte ja sein können, dass hier vielleicht ist hier irgendwo doch noch so ein wieder so ein dicker Typ hier, so ein irgendein Boss oder sowas, aber wenn nicht, dann nicht. Ja, auch keine Mine, wird hier glaube ich auch nicht zu Gesicht kommen. Okay, ich verstehe nicht, irgendwie, wenn ich, sobald ich Yonobo abschieße, lasse ich auch automatisch irgendwie meinen Gleiter los. Vielleicht drücke ich auch zu lange den Knopf, kann das sein, hups? Ist das schon mehr als einmal passiert, was soll denn das? Ja, da muss ich vielleicht nochmal irgendwann, na, mal gucken. Hups. So. Ah, du kannst dich nicht verstecken. Jups. Gut, wird aber nicht mehr sein bei der Nukedrossi-Wurzel. Dann müssen wir wieder zurück zum anderen Kontinent, wo es dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Action gibt. Ach ne, guck mal, hier ist tatsächlich doch noch eine Mine. Hier ist echt doch noch eine Mine, das ist ja krass. Da muss ich da, ich muss da hin. Wo bin ich eigentlich wieder fast tot? So, das hier ist, ja, da waren wir noch nicht. Könnte was Cooles sein. Vielleicht auch mit so einem unterirdischen Durchgang hier hin oder so? Nee. War ich eigentlich hier schon? Warte, kurz mal checken. Oh, nee. Hier ist ein Jägerversteck, wo ich noch nicht war. Ja gut, da komme ich ja eh erst hin. Ja, ich wollte entweder ich hier hin und dann runtersausen oder von hier halt runtersausen, ne? Ja, das, oh Gott, ey. Das ist noch so viel. Und hier, das ist ja auch noch so ein interessantes Gebiet. Hier wird auf jeden Fall ein Gidama sein. Und wenn ich ja hier schon so einen Höhleneingang wie markiert habe, dann ist das bestimmt... Hier einfach auch so ein Unter... Da würde ich eigentlich auch gerne nochmal hingucken. Eigentlich würde ich da auch schon sehr gerne nochmal hingucken wollen. Vielleicht ist er noch nicht so weit weg, ne? Okay, aber erstmal die Arena. Tschüss. Die Arena sei schon. Die Mine. Lass mich wieder rauskommen. Oh Gott. Aber wenn wirklich alle Wurzeln sind, dann geht's erstmal wieder zurück zu den Schreinen. Wird alles sich geholt. Warte, ich muss nach Süden. Im Süden ist die Mine. Ich will aber wieder betteln, ey. Mich juckt's in den Fingern. Ich will richtig wieder kloppen. Irgendwelche Monster, irgendwelche hilflosen Monster. Mir ist inzwischen alles egal. Ich kau hier alles kurz und klein. Ups. Ja, keine Waffe bräuchte ich nicht. Ich hab gerade richtig schön aufgewertet alles hier. Vielleicht geht mal wieder zu Maronus und hol mir doch mal irgendwann wieder neue Waffenslots. Aber nee, ich wollte ja Schilde und Bögen mir holen. Mine im Gustavtal. Ja, der alte König Gustav, wisst ihr noch, Leute? Gustav, wo war der? War das der König aus... Oder einer der uralten Könige aus Minish Cap, glaube ich, ne? Oh Mann, die haben auch alle Namen. So, gibt's nur einen Zwacken oder vielleicht noch eine Rüstung? So noch Energie. Ich brauche doch gar nichts mehr, Leute. Mann, ich will doch nur geile Rüstungsteile haben. Da fehlt mir doch noch ganz schön viel. Also, kriegt man noch irgendwie oben. Übrigens habt ihr mich auch darauf hingewiesen, dass ich wohl tatsächlich bei der Arena nicht genau hingeguckt habe. Und da scheint es dann doch noch ein bisschen mehr zu geben. Interessant. Ich hab da echt gedacht, hey, ich hab da geguckt. Ja, vielleicht hätte ich nicht nach oben gehen dürfen. Tschüss.
Vielleicht war das irgendwo anders, der ganze Kram. Naja, merke ich mir für später. Leute, danke für den Hinweis, oder ne? Immer super nett. Hups. Mehr will ich jetzt aber nicht hier abbauen. Das ist eine ganz kleine Mine nur. Oh, richtig schnucklig. Könnte aber hier noch in der Nähe irgendein Boss sein. Warum ist das hier so komisch eingekäft? So, und warum benutze ich eigentlich meine starke Waffe, obwohl ich so ein Ding hier habe zum Abbauen? Tja, Leute, Fragen, die ich nicht beantworten kann und auch nicht möchte. So. Oh, es ist dann eigentlich richtig viel. So, wenn ich mir den Platz hier angucke, ja, hier könnte halt noch durchaus. Guck mal, das wird hier auch ein Hain sein. Ja klar, das ist hier auch noch ein Hain. Komm, nehmen wir mit. Den nehmen wir mal schnell mit. Tschüss. Mit schnell meine ich natürlich zu Flugeigenschaften. Ich wollte gerade zu Fuß sagen, aber ich meine natürlich zur Luft. Ganz kurz fliegen. Und dann gehe ich halt wirklich mal kurz an die Oberfläche. Weil ich rechne mit da. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, so, ich drücke jetzt nur A zum Angriff. Einmal. Okay, alles klar. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum er überhaupt loslässt. Also hier link, ne? Weil eigentlich... Wenn wer sich festhält, weil eigentlich, warum lässt denn Link los, wenn ich den Nobo losballer von meinem Flugzeug aus? Ich weiß es nicht, Leute. So, erstmal hier kurz einfrieren. Bum, 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 bum. Oh! Alter, voll ausgewichen, seinem komischen Bummer. Ja, bum, bum. Aua. So, dip, du, du. Oh. Komm her, du komische Auge. Komm her, schön weg von deinem Knochenkörper. Ja, ja. Jetzt keine Chance. Ey, Mann! So. Ein wichtiger Gegner platt gemacht. Und der hat so eine schöne Lanze wieder gehabt, ey. Und wieder ein Zwacken, geil. So. Ja, die Lanze ist natürlich toll, ne? Aber an sich habe ich auch viele Waffen. Ja, das Ding ist ja immer gut zum Abbauen. Ja, ich habe eigentlich genug Waffen, ne? Ich war richtig fleißig, ey. Außer die Zauberstäbe, die, die ich immer noch nicht benutze. Tja. Nee, dann gibt's erstmal nichts für mich. Ich lasse das einfach liegen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist ja denn wahnsinnig, wa? Ja. Alles richtig krass. Ich werde es so bereuen. Weiter fliegen. Den Hain hier noch entdecken. Sofern das einer ist. Aber das wird einer sein. So, das wird da zum Abbauen. Nur ganz kurz hier rüber. Oh, da ist ja noch einer. Hier ist ja noch einer. Ah, der Riesenhain. Seht ihr, Leute? Wow, wow, wow. Ja, danke, Yonobo, dass du genau jetzt die Sicht versperrst. Super nett, Yonobo. So, so. Alter. Ja, bum, 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 bum. Doppel-Hinox-Pack. Oh, oh, oh. Schnell, Link, pass auf. Ups. Warum lag da eine Bombe? Wie kann man da so ein Pech haben? Liegt erstmal eine Bombe rum. Okay, okay, mit den ganzen Zähnen hier. So, der Riesenhain, ja. Dann schätze ich mal, dass hier noch irgendwas ist. In der schönen Truhe drin oder so. So, Raumschiff wieder mitnehmen. Tschüss. Oh, warte, verdammt, sind hier auch wieder Bäume. Aha. Schnell rauf, Link. Wir können auch in der Luft noch die Richtung justieren. So. Da, hier, hier, hier. Was ist das hier? Nix. Einfach so eine Truhe mit einem Baum. Okay. Du packst draußen. Okay, oder doch drin. Hallo, großer Baum. Will nicht lange stören. Große Sonau-Energie. Okay. So, bald wieder ein 100er komplett. So, jetzt wird doch hier nur irgendwas sein, oder? Hier irgendwie. Hier wird überall was sein. Oh. Genau, hier. Daphnos war auch ein alter König. Und Gustav. Ja, dann sind. Ich glaube, das sind die beiden Könige, von denen man in Minish Cap erfährt. Einer ist tot, der andere lebt noch. Ach, geiles Game, Leute. Na, ganz kurz mal gucken. Ganz kurz, wenn nicht, hau ich gleich ab. Ich will ja zu den Wurzeln, ne? Ich hab's nicht vergessen. Und hier sieht's immer so aus. Nee, jetzt muss ich wieder. Ah, sowas zum Abbauen. Ach man, die haben doch eh nur Müll. Guck mal, wollen sie mich wieder angreifen? Ja, nee, ich hau ab. So. Aber das sieht doch schon mal richtig klasse aus, ey. Jetzt aber halt. Ich guck mir jetzt hier das nochmal an. Ganz schnell an die frische Luft. Weil dann, da ist garantiert nur ein Gegner drin und da ist zwar keine Wurzel, aber dann kann ich ja nur jetzt gleich mitnehmen. Wenn mir das schon so auffällt, ne? So, noch 12 Wurzeln. 12 Stück. Oh, ja, kann man das in Parts irgendwie umrechnen? Gibt es irgendwie schon eine Durchschnittszahl, wie viele Wurzeln ich pro Part entdeckt habe? Nee, ne? Ja, wenn immer so viele Bosse dazwischen durchkommen, ne, dann geht's ja auch nicht. So, doch bin ich hier auf der falschen Stelle, ne? Ich muss ja dann erstmal hier über die so Insel darüber. Na komm, wird schon klappen. So. Hups, hups, hups. So, guck mal. Da
kannst du ja wieder irgendwas bauen. Da ist ja schon so ein Segelfloß. Richtig nett. Hier irgendwo wird einfach ein Abgrund sein. Das ist ja eigentlich schon wieder fast eindeutig. Gehe direkt dahin, wo die Kuh wurde. Ich gehe direkt dahin, wo ich mir das markiert habe. Erinnert euch noch, ne? Das war damals hier so ein... Mann, hier hat uns dieser komische Sasori oder wie der heißt, der ultimative Waldgott. Der hat uns so den Weg gezeigt, ne? Guck mal, jetzt wieder ein Krok. Er hat uns den Weg zum Krok gezeigt. Naja, da ist ein Octorok im Wasser. Au, je, so ja mehrere. Ich müsste die Octoroks müsste ich mir eigentlich immer schnappen, weil ich brauche deren Material. Für eine Rüstung halt. Weil leider bist du ja immer richtig doof. Ja, wo ist das natürlich doof, weil das hier immer wegfließt. So. So, schön Octorok. Eigentlich brauche ich die Äuglein von denen. Eigentlich brauche ich Äuglein. Okay. Ein Octorok-Auge. Aber das war für die Jägerbanden-Klamotten. Dafür brauche ich den Quatsch. Doch. Ich habe halt zu wenig immer mitgenommen, ne? Schwertgras wäre auch toll, werde ich aber auch nicht mehr finden. Mann, wie schön das Wasser hier aussieht, ey. Fließt also schön lang. Immer keine Zeit zum Stehen bleiben und mich angucken. Nee, ich soll aber mal was essen. Moment. Ja, also langsam hier. Ihr werdet schon nervös, ne? Ich auch. So, guck mal hier. Das ist doch richtig lecker. So. Hier wird es irgendwo einen Eingang geben. Vielleicht ist nicht bei dem Felsen hier. Da ist bestimmt ein Krok drauf. Ja. Aber juckt jetzt nicht. Ich muss zum Hohl. So, wie ist denn, hat der hier echt hier an einem Steg markiert? Also, das war ja so eine Markierung aus der Ferne, ne? Deswegen denke ich mal, der wird ja eigentlich alles richtig gemacht haben. Dieser komische... Oh, Honig! Link, pass auf, bist du verrückt? Eje! Einfach geklaut, den Honig. Bin einfach so wild. Also, guck mir ja nochmal trotzdem aber diesen Berg hier an, von unten. Irgendwo eine Höhle. Jetzt sind hier natürlich noch mehrere Berge. Oh, man, das ist so schön, ey, Leute. Ich müsste mir hier doch wirklich verweilen. Irgendwie ein Picknick machen. Irgendwann kochen. Äpfel klauen, Pilze snacken. Den ganzen Tag hier chillen. Weil die Welt ist ja sowieso schon gerettet. So, ich hab das jetzt hier markiert. Warum? Und da ist da der Höhleneingang? Moment mal. Hier soll ein Höhleneingang sein. Wieso ist das hier markiert? Das macht da gar keinen Sinn. Alter, diese Octoroks, ey. Ah, ist ja ein Creep-Typ hier. Ich suche viel zu meinem Freund. Ja. Was ist denn das da? Eine Felswand? Ach, warte mal, das war doch hier. War das nicht damals hier dieses komische Gefängnis? Ich glaube, das war doch damals dieses Gefängnis, wo man die Tingelrüstung gekriegt hat. Was natürlich nicht mehr benutzt wird von dem König. Oh, ein Goldapfel, geil. Nee. Weil mir der Berg hier, der sieht verdächtig aus. Na, guck mal, ich komme ja sonst hier hin. Ich will ja halt hier irgendwie rinnen. Und das geht ja gar nicht. Außer halt durch irgendwo ein Loch. Ja, okay, der könnte auch hier sein, ne? Wenn ich hier runterfalle, kommt der Weg ja gleich hier bei so einem Ding. Oh ja, vielleicht ist ja auch hier das Loch. Ach. Das müsste aber hier auch eigentlich... Gefängnisruinen. Oh, hat die schon gefunden? Hat die schon mal gefunden? Okay, gut. Ja, was macht der Kleine hier? Guck mal, der rennt hier rum! Stup! Ja! Danke, Mann! Einfach gefunden. Tschüss. So, der war aber auch... Das war einfach so eine Kiste damals, die einfach so rum hier... standen hat im Vergraben und da war einfach Tingels Klamotten drin. Vielleicht gibt es denn noch mehr Klamotten, aber erstmal nicht, Prio. Nee, erstmal nicht. So, Höhle. Wo ist die? Ich kletter mal den Berg hier hoch und guck mir die Höhle von der anderen Seite da an, wo ich halt einen Eingang vermute. Das. Da ist aber schon wieder ein dicker Gigama drin. Sieht so aus. Was anderes braucht doch ja nicht so viel Platz zum Fighten. Das. Boah, das ist ein kleiner Stützpunkt hier. Ja. Juckt mich jetzt aber nicht. Können Sie gerne tröten von wegen Eindringling. Ist mir doch egal. So, weil wenn ich jetzt hier irgendwie... Na, hier könnte natürlich auch... Könnte man natürlich direkt da reinfallen zum Boss. Das wäre natürlich auch machbar. Nicht, dass sie die hier ganz doof genau bewachen oder so. Hier könnte ich hochkommen. Ja, habe ich ja schon geguckt. Hier war an der Seite jetzt kein Höhleneingang. So, jetzt schätzen wir das doch da. Da irgendwo drüben. Aber wo denn? Ja, diese dicken Wälder. Ich muss sie erstmal alle abholzen. Weil sonst sieht doch niemand was. Ich sehe doch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ups. So, hier war mal kurz hier mal hoch. Ich werde das schon irgendwie finden. Wenn es nicht heute ist, dann irgendwann anders. Aber schon mal so mit Geduld einfach gucken. Oh, Schleichglöckchen. Nehme ich mal lieber auch mit. Wer weiß, ob ich die nicht irgendwie brauche für eine Rüstung. Ups. So, ist hier kein Abgrund?
Also obendrauf geht ja nicht. Hätte ich ja auf der Karte, glaube ich, gesehen. Ne? Da hätte ja schon ein bisschen angedeutet sein können. Hier bin ich ja angekommen. Hier ist nichts. Na, da unten war ich. Hier bin ich schon rumgelaufen. Kann natürlich auch noch gegen alle Erwartungen, kann es ja doch sein, dass ich von unten da hinkomme. Also von unten denn durch die Wand durch oder sowas. Kann ja auch alles sein. Ey, verdammt, der Berg hier sieht komplett stabil aus, Leute. Muss ich ja leider zugeben. Zu stabil. Aber ich habe mir doch hier eine Höhle markiert. Und ich habe mir hier eine Höhle markiert. Ach, guck mal. Ach, Mensch. Ja, dann wird es hier sein. Guck mal, weil hier ist ja auch eine Verbindung. Hier ist eine Verbindung. Also denke ich mal, hier wird es sein. Deswegen war hier auch die Markierung. Alles klar, die Markierung löschen. So, entschuldigt. RTS habe ich es aber, Leute. Jetzt ist Schluss. Ich fliege auch dahin. Jung. Schön angeguckt. Ich muss sie beschnappen, Leute. Ich muss das wissen. Diese... perfekt. Diese komischen Dinger, diese abgetrennten Bereiche im Untergrund, ne, die sind so verdächtig immer. Die lassen einen keine Ruhe. So, guck mal, jetzt habe ich hier Nobu wieder komplett normal abgeschossen. Aber was war das? Warum hat das nicht geklappt? So, und warum sieht das jetzt hier? Guck mal, das sieht ja nicht so aus, als ob es hier irgendwie ein Eingang ist. Ich flieg mal rum. Ja, komm, das muss aber hier sein. Hier irgendwo drunter, deswegen kann ich da bestimmt nicht umsonst mir halt ein Boot bauen. Bestimmt so ähnlich wie bei dem anderen da, wo ich aber eine Wurzel entdeckt habe. Dass ich mit einem Boot hier rumfahren soll. Und dann geht's hier irgendwo hin oder so. Machen sie denselben Trick zweimal. Hä? Ist jetzt doch kein Eingang? Leute, oh shit. Ja, toll. Ist aber linkt, was schon mit der Kamera linkt. Doch, da unten. Guck mal. Nee, oder? Nee. Warte mal, ist da irgendwie drin? Nee, das sieht komisch aus. Nee, sah nur so aus. Das wird hier ein kleiner Tunnel wäre, aber nee. Hä? Leute, sah doch so aus, wie das hier irgendwo der Abgrund ist. Also wo ist hier ein richtiger komischer Steinhaufen? Hier ist ja absolut gar nichts. Oh cool. Warum gibt's hier Feuersteine und einen Holzpfeil? Leute, was ist hier los? Das hat ja was mit einem krassen Rätsel zu tun. Warum sind hier so viele Feuersteine? Guck mal nochmal hier am Strand kurz. Ich suche einen Höhleneingang. Weil Sasori uns hier hingewiesen hat, darauf, dass es hier einen gibt. Vielleicht auch ein bisschen scheiße markiert, ne? Ich hab dir schon überall hingeguckt. Da steht sogar noch ein Boot bereit. Oh, Holzpfeil. Hä, haben die hier rumgeschossen? Warum liegen hier so viele Sachen rum? Sorry, Leute, der dauert mir jetzt auch wieder fast schon zu lange. Ich wollte bloß schnell erledigen. Aber was kann man schon schnell erledigen in dem Game, ne? Gar nichts. Hier gibt's nichts zum schnell erledigen. Guck mal, da ist ja eine Rabe drauf. Nee. Nichts, was dir irgendwie hinweist. Aber halt, wie gesagt, das ist hier halt so. Das ist doch nicht umsonst hier, dass das hier irgendwie der Anfang ist. Und dann ist hier ein Big Boss. Ja, das sieht man aber, glaube ich, nicht. Die Löcher sind immer richtig gut getarnt. Puppen. Ich glaube, da oben ist aber noch ein Krog, glaube ich, drauf. Als Trostpflaster, wa? Sah gerade so aus auf der Karte. Nee. Hä? Guck mal, laut Karte ist hier nicht irgendwie was? Was ist das kleine Ding hier? Ups. Okay, bin komplett überfragt. Hier gibt's einfach nix. Das ist irgendwie ein ganz fetter Stein, der irgendwie weggesprengt werden muss. Nee. Der wird auch anders aussehen. Hä? Und dann zeigt meine Markierung schon gelöscht, weil ich mir so sicher war. Aber da ist nichts, Leute. Nee. Vielleicht an der anderen Wand. Hätte ich mal anders gucken müssen. Ich dachte eigentlich, dass das ein bisschen genauer markiert. Wenn da schon die Richtung so stimmt, aber... Nee, na gut. Dann halt irgendwie doch hier auf dieser Insel. Das muss hier irgendwo... Irgendwie muss ich ja hier reinkommen. Irgendwie rinkommen. Ich glaube nicht, dass das... Weil ist ja alles komplett dicht. Nee. Von wo muss ich denn reinfallen? Ja, doch. Würde. Ich werde raste aus jetzt. Ich muss aber schon irgendwo mit einem Boot einfach hinfahren. Wie bei dem anderen Teil, aber hier ist nichts. Hier gibt es sowas nicht. Eine vergebene Liebesmühle, ich finde es hier nicht. Dann ist es doch beim anderen Berg. Da bei den anderen komischen, vielleicht bewachen die anderen Typen auch noch was. Muss ich die erstmal killen und dann. Kann ich von da aus winnen?
Ich dachte, Sasori ist die übelste Hilfe. Der hat ja diese richtige Waschlappen. Der konnte ja gar nichts mir zeigen. Guck mal, da sind doch ein paar Bäume tot. Vielleicht markieren die auch irgendwas. Außer, nee, das sind vielleicht einfach nur böse Bäume. Nee, ich will zu meinem Freund. Ja, das kannst du vergessen. Ich hab nicht das bekommen, was ich wollte. Also bekommst du das ohne. Also ich glaube, das sind einfach lebende Bäume, ne? Ja, hier, nee. Kein Höhleneingang. Hier irgendwie? Nee, jetzt aber bloß nach oben. Hier ist kein Höhleneingang. Menno! Sieht irgendwas verdächtig aus zum Bewegen? Nö. Ja, richtig fies wäre, wenn du irgendwie im Gras verstehst, ein richtig so wirklich kleiner Gang, wo Link vielleicht sogar geduckt rein muss oder so. Nee. Nee. Oh, Hyrule-Gras. Kein Plan. Ich würde erstmal gleich wieder abhauen. Ich meine, irgendwann muss ich da hin halt, wegen dem Boss, der da ist. Der da sein wird. Habe ich keine andere Wahl. So. Ja, oder halt hier ist doch noch irgendwie was verdächtig. Ich glaube, ich muss die erstmal alle umbringen. Oh, shit! Das ist ja so ein Vieh, das ist ein Bivarok. Okay, es reicht. Ich muss unter ihm durch. Aua. Okay, gibt's wohl nicht, gibt's kein Undurch. Aua, vor allem, weil man sieht halt nichts, ne, wenn die Sicht so komisch weggeht. So, wir sind nur noch wir beide da. Oh! Da kommt man denn ja nicht hoch, ey, man. So, hoppala. Das ist nicht wieder so komisch, mich hier rumschmeißen, du alle Sau. Oh! Okay. Ich hab mir gesagt, nicht mich rumschmeißen. Es gab sogar eine Truhe. Also, ich habe ja schon so ein Vieh mal fotografiert. Ach, wie so ein schöner Stein, ne? Aber ach, Mann. Oder wartet mal, ich glaube, ich mach mal. Weil, wenn ich das durch Zufall habe, komm, ich mach mal das hier kaputt, ne? Synthese rückgängig machen. Und hau mir dafür denn, hoppala. Hau mir denn dafür. Aber halt hier mal so einen besseren Stein ran. So, Schuss. Zum anderweitig abbauen. Ansonsten ja alles tot, nix hier, alles eklig. Ups. Leute, wie komme ich denn jetzt hier unten rein? Verdammt, ey. Der hätte echt gedacht, das ist auf der Eheninsel da. Vielleicht doch bei mir Fängnis? Nee, da muss er ja irgendwo auf dieser Insel sein. So groß ist die ja nun wirklich nicht. Na, aber ich war jetzt auch schon da oben drauf. Ah, ne, liegt ja nicht auf der Insel hier. In dem Gefängnisgebäude. Das würde ja keinen Sinn machen, weil ich wüsste ja auch, wie diese Löcher aussehen, ne? Und das wäre ja viel zu klein alles. Oh, hey, cool. Ein Bernstone. Lass mir noch mal ein bisschen kurz. Ein bisschen gucken. Am Ende sind ihr einfach am Wegesrand. Ich hab's einfach bloß nicht gecheckt. Die Gefängnisruinen, ja. Toll. Tolle Sache. Nee, oder finde ich halt nicht. Dann würde ich erstmal wieder abhauen. Oh, da ist noch ein goldener Apfel. Ja, wupp, wupp. Na, so, eingecashed. Ja, guck mal hier irgendwo, guck mal, die sind doch diese Berge, die sind doch so auffällig. Wie kommt denn hier rein? Hier kann ich mir halt ohne vorstellen. Natürlich könnten auch die ganzen Bäume. Natürlich könnten auch die Bäume einfach so einen Abgrund auch verdecken. Von der Kartenperspektive aus, ne? Von oben. Ey, da ist doch ein Goldapfel. Was ist denn hier los? So, halt mal her. Hier mit Pfeil drin. Das könnte natürlich auch noch so ein Ding sein, warum ich hier nicht das finde. Warum ich hier so verarscht werde. Aber da würde man aber trotzdem sehen. Diese roten Schmaudinger oder was? Einfach dieser komische Effekt, ihr wisst schon. Aber nö, wieder komplett, ey, da denkt man schon wieder wie beim letzten Mal. Das finde ich bestimmt ganz locker, ist doch kein Problem. Und dann irgendwie, einfach weg. Oh, shit. Es ist wieder Blutmondzeit. Das kommt mir gerade sehr ungelegen. Guck mal, ihr könnt ja auch noch irgendwo reingehen, ne? Irgendwo hier seitlich drin. Es leuchtet so überall so, was ich gar nicht will. Oh, Federmaus, sehr schön. Danke, Tulin und Yonobo, dass ihr mir hier hilft, hier näher abzuballern. Ne, die Burggrabenbrücke. Burggrabenbrücke, die ist, glaube ich, auch noch neu. Oder weil, ob hier eine Verbindung ist oder so ein Tunnel. Ne, das ist hier alles sehr, sehr merkwürdig. Okay, erstmal, Leute, erstmal spooky. Spooky! Ja, wollen wir alle nicht hören. Gibt eh nichts mehr zu hören, sei das eh schon lange weg. Es war eh die falsche Zelda.
So, dann können wir es wieder wegmachen. Oder auch hier irgendwo am Rand oder so. Ich guck noch ein letztes Mal. Dann ist es irgendwie anders, dann stellen wir das hinten an. Warum muss ich mich auch drauf einlassen? Nee, hier ist auch nichts. Hier Hintergrund, nix. Gar nix. Nee, nur kaputte, eklige Kackschwerter, die Kinder wer benutzen kann, die sofort kaputt gehen, wenn man sie benutzen sollte. Naja, aber ein Ivarok haben wir geholt. Und zwei Krogs. Oder so ja mehrere. Na, weiß ich wohl nicht mehr. Nun gut. Das war nix. Ich hab mir hier zwar irgendwo eine Höhle markiert. Aber vielleicht war das auch komplett falsch. Vielleicht ist die Höhle auch hier irgendwo. Weil das war ja so mega weit weg halt, ne? Deswegen, das kann alles sein. Nee. Gut, später. Zählt dann später zu 100%, wenn wir alle Gegner platt machen müssen. Alle Bosse. Mann, was für ein Reinfall. Komm, aber eine Wurzel müssen wir jetzt noch finden. Irgendwas Schönes im Untergrund muss noch entdeckt werden. Na, der Wurzelfind-Durchschnitt ist dadurch aber jetzt richtig in die Misere gezogen worden. So, da bin ich. Ab in den Süden wieder. Zack, genau. Ihr dürftet gleich in der Nähe sein. Ich fliege hin. Tschum. Oh, da ist er ja schon da unten. Oh, wie ist er richtig, diese so Fußnähe? Super, Leute, super. Komm, krieg noch 2 Wurzeln heute hin. Dann haben wir, dann fehlen uns noch 10 Stück. Und die kriegen wir doch bestimmt in 2 Parts. Also, das würde theoretisch wirklich klappen, wenn ich mich nicht ablenken lasse. Ist der schon besiegt worden? Nee. Manchmal wieder so ein Kristallgigame. Okay, warte, den Bolk jetzt mal jetzt kurz Bomben reinballern. Yeah, go. Hat er's gesnackt? Er hat's gesnackt. Trotzdem nur einen reingeballert. Schade, dass er nicht nochmal explodiert. Hups. So, hups. So, ich bin ja ultra stark, ne? Also. Haben wir gleich wieder am Arsch gemacht, ey. Oh, weia, ey. So, denn das Ding hier. So. Kein Problem, mein Großer. Man einfach gleich wieder lang gepackt. Voll geil. Nein, Link, wir sind immer mit dem Stein an. Link, wir sind immer das Falsche an. Warum ist der denn so? Okay. Nein, nicht wieder hochwerfen. Nein. Schnell, Link, ja. Cool. Link guckt. Und ein weiterer Kristallgigama geht down. Mann, ich brauch da aber die normalen Zähne. Die sind viel wichtiger. Ups. So. War natürlich klar, hier auch wieder sehr wichtig, alles abzubauen. Na, jetzt hat hier noch so ein... was war das? Was zum... Okay, der Nobo ist einfach nur ausgerastet. Warte, ich muss den noch schnell mitnehmen, zack. Ja, eigentlich wollte ich doch... Ja, ich wollte doch noch einen Stein haben zum Abbauen. Habe ich jetzt nicht, gut. Dann halt nicht. So, und die Wurzel kriegen wir da auch noch. Die heilt mich dann auch wieder schön, weil ich hier wieder, ja, nicht auf meine Energie achte. Überhaupt nicht, gar keinen Bock. Oh, das ist ja so ein schöner Eiszahn. Nee, dann mit dem Ding hier. Boah, das ist so schön stark. Ja, komm, was soll's. Uff. Ich muss sowieso noch alles wiederfinden. Nee, uff. Ja, komm her, zack. So, Nani, home, boing. Ja, wie schnell man jetzt schon so ein Gigama da kriegt, obwohl der Kristall-Gigama war. Ja, ist halt die Rüstung, ne? Die ist halt mega stark. So, okay, Flugzeug, nö, ist kein Bock. Schnell hinter. Und dann baue ich mir ein neues. Ja. Na gut, heute ein bisschen holprig wieder. Ja, weil ich mich echt immer nicht konzentriere auf das. Es wäre wirklich effektiver, alles nacheinander zu machen. So wie ich es vorgesehen hatte. Erst die Wurzeln. Gerne, wenn ich da Monster entdecke, gerne mitnehmen. Klar. Aber irgendwie so von wegen, oh, ich gucke jetzt mal, ob ich da irgendwie einen Höhleneingang finde. Das versaut doch das ganze Pacing. Aber naja, ich hoffe, ihr habt euch also trotzdem wieder unterhalten gefühlt. So, entdeckt eine neue Wurzel. Boah, hier ist ja Wasser. Ist das wieder so ein Jäger-Gebiet hier? Oder eine Mine? Dankeschön fürs Full-Healen. Das ist, glaube ich, wieder so ein Jäger-Stand. Ja, okay, dann schnappen wir uns die auch noch. Jägerbande. Ah, sehe ich dann schon irgendwo die andere Wurzel? Leider. Oh, da sind wieder ganz viele Geister gestorben. Wie komme ich denn da jetzt hin? Fliegen natürlich, ne? Aber... Ja doch, fliegen. Schön die aus der Luft immer abballern. Ups. Let's go. Genau, bitte lass mich nicht wieder, dass du mich hier wieder abschwirfst.
Das ist nämlich immer nicht so geil. So, dann kann ich von hier aus wieder schon in die Dunkelheit fliegen zu den nächsten Wurzeln, die ich jetzt aber noch nicht entdecke. Ah, dort im Wasser ist der, okay. Ja, den Ball leg mal von oben ab. So, na, ob das klappt, ob das klappt. Der ist ein bisschen weit weg. Oh, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. Na, verdammt. Oh, nee, du bist ein tiefer. Ich sag mal, wie wird hier nur... Okay. Geil. Wie schön eingeparkt mein Ding hier ist, ey, voll krass. So, wir haben die fehlende Zutat gefunden, um all unsere Träume zu verwirklichen. Es sind die Sonau-Energiekristalle. In jedem einzelnen dieser Kristalle scheint eine immense Macht zu ruhen, die Sonau-Bauteile betreiben kann. Besonders in den heutigen verlassenen Bergwerken wurde dem Anschein nach zahlreiche dieser Mineralien abgebaut. Fraglos waren sie einst blühende Bergbauzentren und sind noch heute eine ergiebige Quelle für neue Kristalle. Es gilt die Anweisung an alle Gruppen, gefundene Kristalle allen allerstrengstens unter Verschluss zu halten. Rum Koga! Weil Koga uns sonst wieder eine reinhaut. Richtig mit Elektro hier alles abgesichert. Ja, wenn ich von oben komme, ne? Hat sich das. Hat sich das damit. So, her damit. Ein Energiekristall. So, also ich würde dann sagen, beim nächsten Part geht unsere Reise ganz entspannt weiter. Neuer Bauplan. Mit. Das Vielzweckfloß. Cool. Sehr, sehr schön. Passt ja auch hier zu dem Wassergebiet hier, was ich hier gerade überflogen habe. So, leuchtsam, her damit. Pfeile, gut. Kann alles wieder mitnehmen. So. Okay, Leute, vielen, vielen Dank heute fürs Einschalten, für euer Interesse. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder bei Tears of the Kingdom Wurzel Action. Hoffentlich mit weniger Ablenkung. Ciao, ciao.